Ja, ich habe ja neulich ein Video gemacht für euch, da ging es um das Thema Schalldämpfer. Wie funktionieren Schalldämpfer überhaupt grundsätzlich? Und jetzt sind wir heute hier auf dem Schießstand mit Hede Tactical und die haben mal ein paar Schalldämpferwaffen zur Verfügung gestellt. Hier ist zum Beispiel das Tikar T3 Warmint im Kaliber 223 Remington. Und da ist auch ein Schalldämpfer drauf und ich würde sagen, wir schießen jetzt mal mit dem Gewehr und versuchen halt mal so ein bisschen zu ermitteln, wie laut ist denn tatsächlich noch eine schallgedämpfte Waffe. Und hier natürlich noch der Hinweis, das ist ein Repetiergewehr. Das heißt, Repetiergewehre sind ja normalerweise, wenn sie schallgedämpft sind, noch ein bisschen leiser als Halbautomaten. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Und ihr hört mal genau zu und dann kann man mal so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, wie ein Schalldämpfer denn tatsächlich dämpft. Ja, wir schießen sie jetzt einmal ohne Schalldämpfer, damit man mal einen Vergleichswert hat. Übrigens auf 50 Meter und wir gucken mal. Machen 3 Schüsse insgesamt. Sehr schöner Abzug übrigens. Super angenehm. Repetiert sich auch sehr, sehr gut die Waffe. Ist wie gesagt eine Tikar T3 Warmint. Und sehr witzig ist auch, man sieht den Mündungsfeuerblitz, sieht man total im Zielfernrohr. Also richtig so, macht einen richtigen Flash. So, dann würde ich sagen, bauen wir mal den Schalldämpfer wieder an. So, jetzt haben wir den Schalldämpfer wieder angeschraubt und dann schauen wir mal, wo der Unterschied ist. Und ich würde sagen, ich lasse meinen Gehörschutz jetzt einfach mal ab. Vielleicht brauchen wir den ja gar nicht. Also ich muss sagen, trotz dass ich keinen Gehörschutz habe, es ist ohne Gehörschutz immer noch sehr laut. Es kommt allerdings auch ein bisschen hier durch den Indoor-Stand, weil der Überschallknall des Geschosses, der ist natürlich durch den Schalldämpfer nicht wegzukriegen. Wer das jetzt nicht versteht, der schaut sich vielleicht einfach nochmal mein Video über Schalldämpfer an. Da habe ich das ja genau erklärt, was ist der Geschossknall, was ist der Schussknall. Und es ist aber trotzdem, man muss sagen, trotzdem erträglich. Aber es ist natürlich nicht so, wie das immer so gerne in Hollywood dargestellt wird, dass man dann überhaupt nichts mehr hört oder dass es dann so ein Plopp-Geräusch gibt oder so, das ist natürlich Quatsch. Ein Schalldämpfer ist letztendlich ein Instrument für uns Sportschützen, Lärmreduzierung zu erzeugen, denn da geht es ja auch um Gesundheitsvorsorge. Ne? Wir wollen ja auch, dass unsere Ohren halt nicht so stark belastet werden und deswegen finde ich persönlich, für die Jäger wird es jetzt ja in den einzelnen Bundesländern langsam nach und nach freigegeben und auch wir Sportschützen sollten eigentlich ein Recht darauf haben, Schalldämpfer erwerben zu können, einfach als Gesundheitsschutz. Und jetzt würde ich sagen, machen wir doch die anderen 2 Schuss auch nochmal und vielleicht habe ich ja dann tatsächlich sogar getroffen. So, jetzt testen wir hier nochmal eine AR-15 ohne Schalldämpfer und danach mit Schalldämpfer, um mal vielleicht so den Unterschied ermitteln zu können. Wie sieht es aus bei Selbstladern? Wie ist die Knalldämpfung da, die Dämpfung der Waffe mit Schalldämpfer? Wie klingt es ohne Schalldämpfer? Ja, wir schießen auch wieder 50 Meter und schauen einfach mal, wie das so läuft. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal den Schalli wieder mit drauf. Das ist der Ace Schalldämpfer mit Quick-Lock-System. Mhm. Das heißt, man hat hier 4 Rasten, bis man eine passende findet und schon... Ah ja, also es geht ruckzuck. Man sieht, das Anbringen des Schalldämpfers ist wirklich auch schnell erledigt. Alles klar. Ja, ich denke, man hat gehört, es ist schon wesentlich leiser. Was man natürlich hat bei dem Schalldämpfer, dadurch baut sich ja in der Waffe, denke ich, auch mal ein bisschen mehr Druck auf, nachdem das Geschoss schon raus ist. Und es bläst so ein bisschen hier so entlang. Es gibt eine leichte Föhnwelle. Aber ja, schießt sich sehr angenehm.
Also ich habe jetzt hier so einen etwas günstigeren Gehörschutz und mit Schalldämpfer überhaupt kein Problem. Man hört von den Schüssen durch den Gehörschutz relativ wenig. Sehr angenehm zu schießen mit Schalldämpfer.